Ich werde die Fotos auf Instagram posten. Meine Mutter und ich lieben Gärtnern und wir haben auch Wildblumen zu Hause. Ich möchte hier die verschiedenen Blumenarten erkunden. Ein Meer aus Mohnblumen. Der sonst eher wüstenartige kalifornische Walker Canyon befindet sich derzeit im sogenannten Superbloom. Die Superblüte brachte das Antelope Valley zuletzt 2019 zum Leuchten und damit auch zehntausende BesucherInnen an den Ort. Viel zu viel für die Blumenpracht. Manche Stellen der damals kaputtgetretenen Wege haben sich bis zum diesjährigen Superbloom nicht erholt und bleiben kahl. Damit das nicht wieder passiert, gab es dieses Jahr sogar einen kurzzeitigen BesucherInnenstopp. Mittlerweile ist das Tal für Blumenfans wieder geöffnet, mit neuen Wegen, um sich zwischen den blühenden Feldern fortzubewegen. Entlang einer Zipline, also einer Seilrutsche, fahren die Blumenfans über die Blütenpracht, ohne sie zu zerstören. Und die Idee kommt gut an. Es war super, ich hatte überhaupt keine Angst, es ging sehr schnell, aber man hat trotzdem so viel von der Schlucht und den Blumen gesehen. Auch sonst passionierte WanderInnen sind von der Seilrutsche begeistert. Ich wandere sehr viel, also wollte ich zur Superblüte kommen, um zu wandern. Aber dann habe ich mich informiert und ich habe eingesehen, dass wenn wir hier spazieren, nicht viel davon übrig bleiben wird. Die derzeitige Superblüte ist laut Zipline-Besitzer Peter Listen besonders üppig. Der für den Golden State unübliche schwere Regenfall im vergangenen Winter ermöglichte dieses farbenprächtige Frühlingserwachen. In der Regel findet der Superbloom nur alle 10 Jahre statt. Wer sich die kalifornische Blumenpracht noch ansehen möchte, muss schnell sein, denn die Superblüte dauert nur ein paar Wochen.